Hallo und willkommen zurück bei Kingdoms. Und ja, ich habe jetzt mal zwischen den Folgen noch ein bisschen Geld rangeschafft. 1100 habe ich jetzt. Ich will es jetzt nicht voll machen, weil. Beziehungsweise, ich könnte jetzt mit dem Geld natürlich die Holzfäller ausbauen, aber ich weiß halt eben nicht, wie das hier geregelt gibt mit dem Gehalt etc. Ob und inwiefern, also in welchem Zeitraum das Geld halt eben bezahlt werden muss. Und ich will dann nachher ja nicht ins Minus kommen. Deshalb gucke ich, dass ich immer 1000 Euro noch dabei habe. Deshalb werden wir jetzt im nächsten Dorf mal Nebenmissionen annehmen, wenn das möglich ist. Und ein bisschen Geld verdienen. Natürlich werden wir uns jetzt auch vermehrt damit beschäftigen, dass wir stehlen, morden, rauben, plündern. Ob wir uns damit beliebt machen, ist nochmal eine andere Geschichte. Oh komm, das machen wir so. Da haben wir immer noch 1000. Okay, da haben wir schon mal 900. So, dann schauen wir mal. So, wo sind wir denn da oben? Dann haben wir hier noch Skalitz. Ist das, wo zerstört worden ist, gell? Oder? Ist das Skalitz? Gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber hier kommen wir eh vorbei. Dann reiten wir mal hier hin. Dann schauen wir mal. Was ich auch nochmal schauen wollte, das hatte ich aber, hupala, im Let's Play glaube ich schon mal geschaut. Mit der scheiß Quest, der Schatz. Die haben wir eigentlich, ich finde den Schatz unter dem Taubenschlag. Das haben wir eigentlich. Das ärgert mich ein bisschen. Errichte das Geschäft, renoviere die Kirche. Okay. Hier heute. Plünderer. Wo haben wir denn das Plünderlager? Ja, ob wir das schaffen, ist halt eben die Sache. Ich war jetzt schon lange nicht mehr in Kämpfen drin, konnte sie vorher auch nicht. Festmahl für die Bettler. Da wollten wir auch mal schauen, ob wir das kaufen können. Und ansonsten, was haben wir noch für Hauptquests? Vergeltung. Das war doch eigentlich auch das hier, oder? Finde heraus, wer hinter der Machenschaft steckt. Okay, das haben wir noch. Da haben wir noch hier Fragen und Antworten. Das ist aber auch wieder ganz da unten in Rattay. Da würde ich jetzt einfach mal behaupten. Upala. Ich komme noch nicht so ganz mit der Steuerung zwischen Red Dead Redemption und hier Kingdoms Come klar. Sind wir denn satt? Oh, was essen könnten wir eigentlich wieder? Na, ist natürlich nichts da, egal. Dann würde ich sagen, reiten wir jetzt mal dahin und dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es da ja ein paar interessante Nebenquests. Oder wir können halt eben wieder irgendwo was ausrauben. Was natürlich noch besser wäre. Und ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, dass hier bei Kingdoms Come es nicht so gemacht ist wie bei Red Dead Redemption, dass man über jeden Stein fällt. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, jetzt wären wir schon gegen den Baum geritten. Ich bin aber echt mal gespannt, wie groß die Stadt hier nachher wird. Das reizt mich echt. Deshalb mache ich es ja eigentlich auch noch. Ich hatte echt schon kurz überlegt, ob wir das Let's Play einstellen sollen. Weil es mir eigentlich zu umfangreich war. Aber jetzt habe ich wieder richtig Bock auf das Spiel. Und wie gesagt, es kann halt eben mal passieren, je nachdem, wie ich in der Vorproduktion bin. Dass halt eben auch mal in ein paar Wochen nichts kommt. Ich muss eh schauen, weil ich so viele Let's Plays am Laufen habe. Weil ich lade ungefähr jeden Tag, außer am Wochenende, weil ich da meistens auf Tour bin. Beziehungsweise Fußball spiele etc. Lade ich da meistens nichts hoch. Ich hoffe, das nimmt mir ja dann keiner krumm. Oh, ein Lager haben wir entdeckt. Schauen wir uns mal hier um. Da je. Und ja, wie gesagt, fünfmal die Woche lade ich was hoch. Und dann
Kann natürlich auch sein, dass manche Folgen. Aktuell kommt eine Folge von irgendeinem Spiel in einer Woche nicht. Aber ich muss mal schauen, wie ich das genau noch weitermache. Hier gibt es auf jeden Fall was zu essen. So, schauen wir mal. Vielleicht können wir hier was stehlen. Aber wir. Oh, Schloss knacken gleich. Wir machen es einfach mal. Vielleicht sieht uns keiner. Wir müssen halt eben jetzt spekulieren. Wir brauchen sehr viel Geld. Vielleicht müssen wir auch mal in die Waffenkammer oder so von Ratai rein. Toll. Aber nicht so lukrativ. Wir müssen auf jeden Fall wieder, ich weiß gar nicht, ob wir genug Dietriche gekauft haben. Die werden uns die nächste Zeit wahrscheinlich ausgehen, weil wir jetzt alle möglichen Truhen knacken werden. Auf jeden Fall sind wir hier schon viel besser. Vorher wäre der Dietrich schon lange abgebrochen. Und das Gute ist, umso besser wir werden. Oh, Groschen 9,3, sehr geil. Und dadurch, dass wir dann mehr Erfahrung sammeln, können wir vielleicht auch irgendwann die Mission machen, wo wir die andere Kiste von unserer Liebschaft da knacken können. Ah, da ist hier sogar einer. Da sind sogar Rehe. Vielleicht hat er ja Arbeit. Nein, hat er nicht. Wir könnten es natürlich mal versuchen, ne? Ah, jetzt nicht mehr. Der Zug ist jetzt abgefahren. Na. Verflixt. Ja, das hier wird wieder ein Spaß. Ich bin ein super Bogenschütze, wie man sieht. Jawohl. Neue Stufe Agilität. Aha. Holen wir erstmal wieder unseren Jagdpfeil. Das Fleisch brauchen wir eigentlich nicht. Ich weiß, man tötet nicht ohne Grund, aber ich will mich halt eben auch verbessern. Gerade was das Jagen angeht. Agilität haben wir noch einen Punkt bekommen, aber der steht hier nicht zur Debatte. Ja, wir haben eigentlich überall einen relativ guten Ruf. Das ist auch gar nicht schlecht so. Vielleicht hat er hier was für uns. Wie gesagt, es geht jetzt halt eben in. Steck mal den Bogen weg. In erster Linie mal nur darum, hier alles Mögliche zu klauen. Oh, schwer, schade. Da ist nichts drin. Weil gerade, wie gesagt, wie wir gerade eben gesehen haben, wenn wir da mal Kisten mit Groschen finden, etc., ist das natürlich eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Der gute alte Boris ist am Essen. Das Plündererlager könnten wir eigentlich auch mal irgendwann wieder versuchen. Aber ihr wisst ja, was für ein beschissener Kämpfer ich bin. Da braucht man gar nicht drum rumreden. Hier war noch. Ah, ja, genau. Oh, hier wird fleißig geschafft. Aber wir können die alle nur bestehlen. Das bringt ja nichts. Auf jeden Fall mal nicht bei den Personen. Oh, eine Kiste. Hoffen wir, dass wir mal nicht auffliegen.
Aber wir brauchen Geld. Ah, das bringt uns ja eben nicht so viel jetzt. Wie kommen wir hier rüber? Hier. Was wir eben noch schauen wollten, ob wir auf den Märkten Wildschweine gekauft bekommen. Wildschweine und dann die Pilze, weil dann können wir natürlich direkt das mit den Flüchtlingen erledigen, die Mission. Das wäre natürlich auch geil. Weil ich glaube, 45 Wildschweine, ich weiß nicht, wie viel Fleisch man halt eben pro Wildschwein bekommt. Was Quest begonnen, ist ein Freund bis zum Tod. Bring in Erfahrung, wie es Matthäus und Fritz geht. Nebenquest, bring in Erfahrung, ist ein Freund bis zum Tod. Ich habe Matthäus und Fritz Arbeit in der Mühle beschafft. Es ist an der Zeit, ihnen einen Besuch abzustatten. Wie ihnen ihre neue Arbeit gefällt. Bringen Erfahrung, wie es Matthäus. Okay, das können wir auf jeden Fall auch mal noch machen. Weil vielleicht, wenn es gut läuft, bekommen wir ja auch Geld. Ich glaube, das machen wir auch jetzt direkt. Und wenn es schlecht läuft, dann können wir sie vielleicht doch noch bei uns anheuern. Oh, Moment. Ist doch nicht so in der Nähe, aber nach Ledetschko kommen wir auch noch. Ja, reiten wir mal nach Ledetschko. Wo ist denn jetzt die Quest hier? Was ist denn hier passiert? Ach, sind wir. Ah, okay, wir sind hier wieder, wo das Massaker stattgefunden hat. Ich erinnere mich. Ist wieder in der Nähe von unserer Hauptburg, wo wir angefangen haben. Wir können mal gerade schauen, ob wir hier rein können. Dann. Ich weiß, ich bin jetzt wieder unglaublich viel auf der Karte. Dann ist Rufna uninteressant, weil Skalitz auch uninteressant ist. Dann ist nicht verkehrt, dass wir gerade schnell da runterreiten. Könnten wir aber auch eigentlich gerade das Banditenlager machen. Aber wir schauen mal. Wenn nicht, wie gesagt, Talmberg. Oder hier Merhoyet. Da müssen wir dann halt eben Quests machen. Brauchen Geld. Oh. Ich weiß, es ist makaber, aber ich suche tatsächlich nach Gräbern, die ich ausheben kann. Weil die gibt es ja in dem Spiel auch. Schade, wir können nicht rein. Können wir hoch? Okay, dann geht's direkt weiter. Oh, guck mal, da lebt ja noch einer. Interessant. Beste Grüße. Ja, schöne Grüße zurück. Hier scheint nicht viel los zu sein. Bist du hier ganz allein geblieben? Oh ja, ganz allein. Die anderen sind entweder tot oder nach Ratei geflohen. Ja, er hat auf jeden Fall mal Bock. Ach, das tut mir leid zu hören. Und warum bist du ganz allein hier geblieben? Mein Bruder hat sich mit irgendwelchen Landstreichern davon gemacht und als mein Vater starb, musste ich ihm schwören, nie unser Heim zu verlassen. Du hast deinen Schwur sehr ernst genommen. Stimmt, aber langsam wird's hier wieder gefährlich. Kumar. Oh, wieso das? Wären's nur die, nehme ich mir eine Axt und das wär's. Aber vor ein paar Wochen kam Gesindel vorbei. Sie bettelten mich um Essen an und wollten gar nicht mehr gehen. Wären die noch ein wenig hungriger gewesen, hätten sie Kleinholz aus dem Hof gemacht. Von derartigem Gesindel habe ich auch schon gehört. Sie
Diese Wilden haben eine furchtbare Schweinerei hinterlassen. Ja, Schweinerei ist noch untertrieben. Manche Leute liefen in die Kirche, aber diese Hunde haben schon dort gewartet. Sie wussten, wohin Verzweifelte fliehen. Wo hast du dich versteckt? Gott sei Dank habe ich meine Familie in den Wald geschafft. Ich sehe hier keine Familie. Ich hoffe, die Bastarde haben sie nicht gefunden. Nein, mich findet keiner so leicht, wenn ich's nicht will. Hab meine Frau und ein paar andere nach Hatay geschickt. Aha. Glaubst du, die Menschen werden wieder zurückkommen? Ich weiß nicht, wie es mit den Skarlitzern aussieht, aber meine Nachbarn kehren sicher zurück. Sie wollen nur geistlichen Beistand. Du meinst einen Pfarrer? Ja, wenn Krieg ist, kämpfen Adelige, um ihr Land zu beschützen. Aber einfache Leute wollen nur jemanden, der sich um ihre Seelen kümmert. Wohl wahr. Aber für euch war der Skarlitzer Pfarrer zuständig, oder nicht? Stimmt, aber seit dem Angriff ist er verschwunden. Jedenfalls ist er nicht bei den anderen Flüchtlingen in Ratay. Das ist wahr. Dort habe ich ihn nicht gesehen. Sag mal, Junge, könntest du uns nicht helfen, einen Pfarrer für unser Dorf zu finden? Ja, wir nehmen es einfach mal an. Ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Da kann ich sicher helfen. Vor ein paar Jahren gab es einen anderen Pfarrer in Skarlitz. Er hieß Simon, glaube ich. Simon? Pater Simon? Ich kenne ihn. Das ist derjenige, der vermisst wird, oder? Ja. Ich will ja keine Gerüchte verbreiten, aber man sagt, er hat sich in eine Haushälterin verliebt. Und dann ist die Arme plötzlich gestorben. Die Geschichte ist mir neu. Sowas erfahren nur Leute, die es erfahren wollen. Also, um die Geschichte zu beenden, Simon verließ die Gemeinde und floh, wie du weißt. Lange Zeit hat keiner was von ihm gehört oder gesehen, bis er diesen Frühling hier auftauchte. Und was wollte er hier? Tja, gute Frage. Die Leute sagen, er ist Einsiedler geworden. Also gut. Wo finde ich ihn? Kann ich nicht genau sagen. Frag am besten die Eltern von dem Mädchen. Sie leben auf einem Hof in der Nähe und wissen vielleicht was. Er hat vielleicht sogar mit ihnen geredet. Ich gehe zu ihnen und höre mir an, was sie zu sagen haben. Gott sei mit dir, Junge. Ich hoffe, du findest ihn. Wenn mich irgendein Heide absticht, will ich wenigstens ein gutes Begräbnis. Das ist ein Argument. Ich bringe dir jemanden. Quest begonnen, ein Mann Gottes. Ja, wie gesagt, ich will jetzt halt eben... Normalerweise hätte ich die Quest jetzt eigentlich nicht angenommen. Aber da sie gerade in der Nähe ist, ich will jetzt halt eben alles Mögliche in der Nähe machen. Vielleicht bringt ja was für mich raus. Und unterwegs kann ich auch in Häusern noch ein bisschen was mitgehen lassen. Von daher... Dürfte das kein Problem sein. Und vielleicht können wir hier in der Nähe dann wieder Leute ansiedeln. Das ist natürlich für unser Dorf bestimmt auch nicht gerade schlecht. Also von daher können wir nur gewinnen. Ich schaue mal gerade, ob jetzt noch die andere Mission aktiviert ist, die wir eigentlich machen wollten. Ja. Reiten wir erstmal dahin. Ich weiß, es bei so den Zwischenreisen ist jetzt halt eben nicht so interessant wie in der Schlacht. Aber ich spiele das Spiel halt eben mal so. Ich meine, wenn das irgendeinem da nicht so passt, dann kann er ja gerne umschalten. Ich kann es verstehen. Also ich weiß sowieso nicht, wie manche Leute es schaffen, mich eine halbe Stunde lang anzuhören. Ein großes Rätsel. Oh, neue Stufe erreicht, reiten. Ja, wir werden immer besser. Wir versuchen natürlich auch immer ein bisschen abseits des Weges zu reiten. Vielleicht findet man immer wieder was. Und im Moment sind wir halt eben tatsächlich auf viel Geld angewiesen. Weil ich halt eben nicht weiß, wie genau oder wie teuer das alles wird, was wir hier vorhaben. Na, verflixt. Natürlich, der Lars fällt in den Bach. War aber ein schöner Hirsch. Da ist er wieder. Aber Wildschweine habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich glaube nicht. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Da kommt mein Pferd nicht hoch. Ja, es gibt halt eben auch Wege, die schafft nicht mal mein Pferd.
fliegst, müssen wir jetzt echt außen rum. Naja, dann geht's halt eben außen rum. Oh, ein Hund. Ein Hund heißt meistens schon mal, dass hier irgendwo noch Menschen in der Nähe sind. Das ist schon mal entweder gut oder schlecht. Oh, Entschuldigung. Oh, oh. Aber da vorne war kein Weg. Neuer Codex-Eintrag. Was haben wir denn hier gefunden? Wo sind wir denn aktuell? Oh, da haben wir uns aber ordentlich verritten. Hä? Yes. Ja, da haben wir uns echt ein bisschen verölt. Kräuter. Oh, ein sumpfscher Kräuterweib. Aber bei der waren wir, glaube ich, schon mal. Mal schauen wir mal, was sie im Angebot hat. Gift. Können wir irgendwas, haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? Nein. Sind wir schon so dreist? Ja, so dreist sind wir. Wir klauen der armen Frau alles. Wenn es das letzte Nachthemd ist. Tut mir ja wirklich leid. Aber wir müssen aus allem Geld schlagen. Tut mir echt leid. Ciao. Sind wir schon so weit gekommen, dass wir schon den armen Frauen die Nachthemder klauen? Der Abstieg beginnt. Na, ich glaube, jetzt sind wir aber wieder auf dem rechten Weg. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder unter Menschen. Ich bin mal gespannt, wie sich meine Freunde geschlagen haben. Ich glaube aber eigentlich nicht gut. Weil es halt eben doch Faulpelze sind. Da hinten ist wieder das Kloster. Wenn ich mich nicht irre, müsste das eigentlich das sein. Kommen wir hier durch? Nein, ne? Wenn ich weiter hineingehe, ertrinke ich vielleicht. Ich will ja nicht stippeln, aber ich glaube, das Pferd kann doch schwimmen, oder? Ich glaube schon, dass Pferde schwimmen können. Sasauerwälder. Oh, wir haben einen interessanten Ort entdeckt. Gibt es hier auch irgendwas? Ich meine, wenn es ein interessanter Ort ist, dann sollte es doch auch hier... Eine Schatztruhe wäre vielleicht nicht schlecht. Aber anscheinend nur ein Lagerfeuer. Schade. Aber wir behalten es mal im Hinterkopf. Vielleicht ist das mal bei irgendeiner Quest oder bei irgendwas interessant, dass wir hier irgendjemanden finden müssen. Man weiß es ja nicht, ne? Gibt es hier eigentlich keine Brücke? Eine Brücke wäre jetzt echt nicht schlecht, ne? Ah, hier komme ich gar nicht vorbei, scheiße. Ja, das kommt davon, wenn man...
wenn man einen riesen Umweg macht. Naja, dann laufen wir halt eben eine halbe Stunde, reiten wir eben nur durch die Gegend. Obwohl wir immerhin schon den anderen Mann da getroffen haben, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wir sind aber immer noch auf dem richtigen Weg, okay. Also von der Gestaltung der Karte ist das Spiel natürlich auch Weltklasse gemacht, finde ich. Hier kommen wir nicht durch. Hoffentlich kommen wir hier wenigstens über den Fluss. Ich glaube aber schon, oder? Bitte. Nein! Die Strömung könnte mich in den Tod reißen. Das geht doch gar keine Strömung, Heinrich. Ah, da haben wir ja. Immerhin haben wir da eine Brücke. Brücken sind aber auch eng gemacht, ne? Wenn da mal so ein Pferdewagen kommt, sieht das auch schon kritisch aus. Ich hoffe nur, sie haben sich gut drangestellt und wir bekommen Geld. Oder im Notfall, sie werden rausgeschmissen und können bei uns anfangen. Weil für Freunde sind wir immer da, das ist halt eben so. Komme, was da wolle. Lass mich raten, hier kommen wir wieder nicht drüber. Ja, das hätte man jetzt ruhig noch ins Spiel einbinden können, dass man zum Beispiel mit dem Pferd durch Flüsse schwimmen kann. Muss ja nicht schnell sein, ne? Aber ja, bei Red Dead Redemption geht das ja zum Beispiel auch. Aha, was haben wir denn hier? War ich hier schon mal? Das, oder ist das hier der Mühle? Der Müller? Der Mühle. Ah nein, hier habe ich die Schatzkarte gefunden. Okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Falls noch jemand einen Tipp hat, wie ich jetzt schnell an Geld komme, außer Cheats etc., welche Missionen es da gibt, wo man viel Geld machen kann oder wo man auch viel sich ausleihen kann, nennen wir es mal so, dann kann er das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Da wäre ich sehr dankbar. Alles für die Stadt. Ich bin der Vogt. Ich will mein eigenes Städtchen. Ich bin echt mal gespannt. Ich freue mich echt riesig. Mein Pferd aktuell nicht so, aber ich schon. Na komm, ruh dich erstmal aus, wir sind ja eh gleich da. Und ich bin echt mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wenn wir später den Pfarrer finden. Wie das dann abläuft, ob dann wieder Leute zurückkommen. Das wäre natürlich auch cool, wenn quasi um unsere Stadt wieder, die alten Städten wieder aufblühen würden, beziehungsweise neu besiedelt werden würden. Das wäre natürlich gar nicht schlecht. So, hier war das, glaube ich, ne? Machen wir jetzt mal noch den Gemüsegarten platt. Oh. Ich habe drei. So, da sind wir. Und da würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter.
Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.